Okay. Das sieht sehr asiatisch aus. Die Musik ist sehr asiatisch. Oh wow, der Typ sieht nicht Major Mac Chan. Natürlich. Ich muss sagen, ich finde die Variante der Mario-Melodie ganz cool. Wir gehen mal nach Osten. So, was haben wir denn hier so? Also nicht, dass wir was abgeben könnten, aber wir haben hier die verbotene Stadt. Na, wenn wir dann mal nicht wirklich direkt in China sind. Was haben wir hier so? Tiananmen Square. Gut, das sagt mir gar nichts. Wo haben wir denn mal Leute? Ah, direkt über uns jetzt in dem Fall. Gut, dann quatschen wir doch mal wen an. Hey Kiddo, du urstamerikanisches Kind hier in Peking. Im Westen gibt's einen Cooper. Okay. Ich finde, sie hätten ruhig irgendwie ein paar mehr Charaktere einfügen können. Fun Fact: Das ganze Spiel ist übrigens ungefähr 5 MB groß, glaube ich. Nee, weniger, glaube ich sogar. Ich müsste noch mal raustabben. Ich weiß nicht, ob das Spiel das verkraftet. Sekunde. Das Spiel ist winzig klein. Sekunde. Wo habe ich's? Hier. So, da ist noch die ZIP-Datei mit bei. Was auch immer das ist. Ja, doch. Doch, kommt ungefähr. Also, ja, doch. 6 MB kommt ungefähr hin. Hello. Das sind Steine? Vermutlich. Das Spiel gab es für ein NES? Krass. War 92 nicht schon der Super Nintendo auf dem Markt? So, sag mir doch mal bitte, wo noch ein Cooper ist. Also nicht, dass wir auch so einen Marker hätten, aber südöstlich von hier. Can do. Für den Super Nintendo gab es das auch. Cool. Okay, das war jetzt direkt südlich. Vielleicht ist Cooper aber auch einfach mal irgendwo anders hingewandert. Wir gehen trotzdem nochmal nach Südosten. Aber wir können auch einfach mal den Marker nutzen. Wir sind da. Oh Gott, da müssen wir voll weit nördlich. Gut, dann gehen wir nördlich. Direkt zum KKK-Member. So, und dann sag mir doch. Oh, jetzt ist der Dude hier weggelaufen. Irgendwie laufen hier nur Kinder rum, kann das sein? Südlich von hier ist ein. Toll, wir können aber nicht direkt südlich. Oh, ich fahre mal mit dem Taxi hier hin, wir haben ja genug Taxis. Hallo? Darf ich das abbrechen? Nein, darf ich nicht. Kann jetzt natürlich von südlich auch schon wieder sonst wohin gelaufen sein, ne? Ich gehe nochmal einen südlich und dann gehen wir mal nach Westen. Ah, oder sparen uns das Ganze und haben einfach die Kupe. Jawohl. Was ist das denn? Okay, was haben wir denn hier? War hier die verbotene Stadt?
Ah ne, hier war der Tiananmen Square, was auch immer das ist. Ist im Zentrum von Peking. Der größte Platz der Welt, nachdem er von 27 auf 98 Acres erweitert wurde, 1949. Der Name bedeutet übersetzt so viel wie Tor zum himmlischen Frieden oder Tor des himmlischen Friedens. Kommt von einem großen Tor, das an der Seite steht oder an der Grenze des Platzes, an der Nordseite, okay, also. Monument to the People's Heroes. Ist ein großer Obelisk, der zeigt. Also der letztendlich die Chinesen ehrt, die für ihr Land gekämpft haben und gestorben sind. Also ein Kriegsdenkmal einfach, okay? Da gibt es eine Plakette. Auf denen die Worte von Mao Zedong stehen, der den Charakter der Chinesen beschreibt. Wow, spannend. Okay, was war das? 8614? 8614. Cool. 614. Was müssen wir denn da mal zurückgeben? The Monument to the People's Heroes. Das klingt, als wäre das richtig. Dann frag mal. So, die Worte von Mao Zedong sind da unten eingeprägt. Und das Monument hat die Form eines Obelisken. Habe ich da Han von Not gehört? Beziehungsweise nicht Han von Not, sondern der komische Laser-Obelisk. Also ganz ehrlich, erst Moskau, jetzt Peking, es ist schon gerade arg kommunistisch angehaucht, oder? Kommt mir das nur so vor. So, dann war hier die Forbidden City oder war das noch woanders? Ja, das war hier, okay. 8611. Gateway of Heavenly Peace. Was? Ach so, das ist quasi alles in der gleichen Ecke, ja? Also das ist jetzt der Bogen tatsächlich, der vorher schon erwähnt wurde. Der wurde 1651. Was ist ein AD? Schon nach Christi Geburt, ne? Vor Christi Geburt wäre ein bisschen früh, glaube ich. Ach, wobei, würde mich jetzt auch nicht wundern. Ich meinte den Obelisk des Lichts, dankeschön. Ist einfach zu lange her. Auf jeden Fall ist der komische Gateway of Heavenly Peace oder der Bogen einfach mal 110 Fuß hoch. Bildet. Ah, das ist quasi der Übergang von dem Platz zur Forbidden City, okay. Wurde jetzt in Palastmuseum umbenannt. Okay, spannend. Ja, ursprünglich durfte nur mal der Kaiser selbst das ganze Ding betreten und die Tiananmen Guards haben alle anderen draußen gehalten. Die Ehre haben, die Stadt zu besuchen, mussten einen anderen Eingang benutzen. 1994. Hat Mao Zedong an dem Tor. Ah, okay. Quasi People's Republic of China, also. Okay, also quasi die. Wie heißt denn das? Die Staatsform da ausgerufen? Ist das richtig? Übersetzt, aber okay. Wie auch immer. AD ist nach Christus, AC wäre vorher, okay. 8611 war es, ne? Dann müssen wir da bestimmt doch hier den komischen Torbogen zurückgeben.
So, ich möchte gern das Dinge zurückgeben. Hau raus deine Fragen. Who built the heavenly gate? Das wissen wir nicht. Das stand nicht im Flyer. Mao Zedong auf... Oder? Warte mal, stand das an dem anderen Platz? Okay, Mao Zedong war es nicht. Nee, kann auch gar nicht sein. Das muss später gewesen sein. Also, Mao Zedong war später, meine ich. Achso, nochmal anrufen. Nochmal das Ding anklicken musste ich gar nicht. So, ich möchte das Ding gern zurückgeben. Hau raus deine Fragen. Forbidden Cities. Was? What is Forbidden Cities' present name? Ah, okay, das ist Palace Museum. Who was forbidden from entering the Forbidden City? Jeder außer dem Kaiser. Cool, das haben wir richtig. Kriegen wir ein hübsches Foto dafür. Traumhaft. Dann fahren wir mal hier hin. The Temple of Heaven. 8615, okay. Tiantan. The Temple of Heaven ist der berühmteste Tempel Chinas. Besteht aus verschiedenen Gebäuden, die ungefähr um das 15. Jahrhundert rum erbaut wurden und alle in einem von Mauern umgebenen Park liegen. Die Halle der guten Ernte ist das berühmte oder das bekannteste Gebäude in dem Park. Steht auf drei Schichten von Marmortreppen letztendlich, also drei Etagen Marmortreppen führen da hoch. Jede Etage hat irgendwie einen eigenen Balkon. Ganze Structure ist 123 Fuß hoch. Und ist ohne einen einzigen Nagel erbaut. Besteht das Ding denn komplett aus Holz? Das ist jetzt die Frage. Also wenn das Ding aus Stein besteht, ist es halt nicht sonderlich verwunderlich, dass es komplett ohne Nägel auskommt, weil Stein wird halt selten genagelt. Das klingt falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Kaiser von China hat jedes Jahr einen Abend in dem Tempel verbracht. Und zwar mit Fasten und Beten, damit Chinas Bauern eine gute Ernte haben. Okay. Dann 8615. Dann möchten wir gerne... Achso, wir haben die komplette Halle der guten Ernte im Gepäck. Alles klar. Das ganze Ding wurde ohne Nägel gebaut. Und er hat hier gefastet und gebetet. Tolle Sache. Das ist schon dekorativ, ne? Aber ich meine, dafür, dass wir das komplette Ding jetzt irgendwie in der Tasche hatten. Gut. Kann man mal machen. So, und dann müssen wir noch hier oben hin. Dann ist das hier wahrscheinlich die Great Wall. Yes. So, eins der sieben Weltwunder. Das einzige von Menschen errichtete Objekt, das aus dem Weltraum zu sehen ist. Chinesen nennen es poetischerweise die lange Mauer der 10.000 Li, was auch immer Li in dem Fall sind. Es wird gesagt, dass über 300.000 Menschen daran für über 10 Jahre gearbeitet haben.
Das Dinget ist 3946 Meilen lang. Ah, vor Christus ist tatsächlich BC, nicht AC. Aber ja, stimmt auch, BC, weiß ich tatsächlich auch. Mit irgendwie BC und AD. Okay, auf jeden Fall im 5. Jahrhundert vor Christus war der ursprüngliche Zweck noch, nördliche Stämme davon abzuhalten, die Staaten im Süden anzugreifen. Die Mauer ist breit genug, dass ein Team von 5 Reitern mit Pferden nebeneinander darauf langreiten können. So konnten Messenger Nahrung und Informationen über die Mauer halt bringen, also nicht drüber, sondern die Mauer entlang transportieren, ohne dabei zu langsam zu sein. So, dann 8, 6, 12 war das. Wir möchten gern Steine aus der großen Mauer zurückbringen. Kommt mir das nur so vor, oder sieht der eher indisch aus als chinesisch? Aber so, das ganze Dinget ist 3946 Meilen lang. Und der Bau hat begonnen im 5. Jahrhundert vor Christus. So, das bestimmt der Bürgermeister, der auch alles Mögliche aussieht, aber nicht asiatisch, aber who am I to judge? Sehr dekorativ. Li ist ein traditionelles chinesisches Längenmaß und entspricht 500 Metern. Okay, wieder was gelernt. Definitiv educational game hier. So, wir müssen uns noch einen Yoshi holen. Ach so, ja, das können wir auch so laufen. Dann müssen wir jetzt nicht das Taxi nehmen. Gehen wir einfach zweimal nach Westen. Und dann sind wir hier auch fertig. Ich speichere mal. Fällt mir gerade so ein. Vielleicht nicht verkehrt. Voll gut. So, einmal der Standardtext bitte. Wie spät haben wir es denn? Also eins mache ich auf jeden Fall noch. Eventuell schaffen wir auch zwei. Müssen wir mal gucken. Eigentlich müssten zwei auch gehen. Eigentlich können wir die. Ich denke, die Etage kriegen wir noch fertig. Sollte eigentlich machbar sein. Solange sich nicht wieder irgendwas aufhängt. In der Cooper eigentlich ist das Iggy. Ich bin mir gerade unsicher. Es gibt mehrere Etagen, ja. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, fünf mindestens.